Heute haben wir was richtig Cooles vor. Ihr seht auch schon im Hintergrund. Wir sind wieder in der Babywelt. Und zwar mit meinem Freund Braxy. Hi. Und zwar, Braxy, machen wir heute eine Babyhaus-Challenge. Babyhaus-Challenge? Ja, das wird voll cool, Mann. Braxy, guck mal, das sind unsere Köpfe. Hä? Du hast einen viel größeren Kopf als ich. Nein, stimmt doch gar nicht. Du bist ein Doofkopf. Deswegen ist dein Kopf so fett. Komm, Braxy, ich zeig dir mal, was wir heute hier machen müssen. Leute, schaut mal, wie cool das aussieht. Und zwar, Braxy, haben wir hier drei Challenges. Einmal ein Auto, ein Haus und ein Spieli. Okay, und was müssen wir machen? Wir machen heute eine Babybau-Challenge, Braxy. Boah, wie cool. Ich werde dich fertig machen. Ich werde dich fertig machen. Leute, denkt ihr, Braxy wird mich fertig machen heute? Schreibt es unten in die Kommentare und lasst ein Like da, Leute. Und natürlich ein Abo. Na los, kommt schon. Ich würde aber mal sagen, Braxy, bist du bereit? Ich bin bereit, aber wie lange haben wir denn Zeit dafür? Wir haben für jedes einzelne nur 5 Minuten Zeit, Braxy. Bist du bereit? Wir fangen mit dem Auto an, okay, Braxy? Okay. Oh, Leute, ich werde das coolste Auto hinbauen. Braxy, es geht los in 3, 2, 1, los! Oh, Leute, schaut mal, wir haben sogar die Babyblöcke. Und wir müssen gleich das coolste Auto der Welt bauen. Diese schwarzen Blöcke. Und mein Auto wird natürlich lila, Freunde. Das wird so cool aussehen. Dann brauchen wir noch Glas. Am besten nehmen wir so eine Scheibe. Und dann bauen wir schon mal unser Auto. Okay, so, das sind hier die Reifen. Und dann machen wir hier nochmal Reifen. Und dann machen wir hier nochmal Reifen. Ah, das ist zu nah. So. Oh, Braxy, mein Auto wird so cool aussehen. Du hast gar keine Chance. Ey, was machst du, du Dummkopf? Geh weg! Nein, ich... Oh, das war... Ich hab was vergessen, Mann. Odi, sorry. Was denn? Oh, ich hab vergessen, den Leuten zu sagen, dass die ein Like da lassen sollen. Oh, stimmt. Leute, das schnell ein Like da. Kommt schon. Oh, wir müssen jetzt auch schnell unser Auto bauen, Leute. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Denn das geht ja alles auf Zeit. Weil wir dürfen auch nicht so lange in der Babywelt bleiben, Braxy. Weißt du, was sonst passiert? Was denn? Wir werden selber zu Babys. Aber du bist doch schon ein Baby. Ist doch nicht so schlimm. Ja, aber noch ein kleineres Baby, Braxy. So ein Baby, wo wir nur noch Gugu Gaga sagen können. Oh nein. Ja. Gugu Gaga Gugu. Ja, genau. Nur noch Gugu Gaga Gugu. So. Oh, mein Auto wird so groß, Braxy. Oh, das wird so cool aussehen, Leute. Dann machen wir hier, ist die Motorhaube nämlich, Leute. So. Und ich weiß nicht mal, so, was eine Motorhaube ist. Doch, da ist der Motor drin. Und ein Auto braucht einen Motor, um zu fahren, Braxy. Was braucht ein Auto denn noch? Sag schon. Eine Tür und einen Vogel auch. Ein Vogel? Ich glaube, du hast einen Vogel, du Dussel. Hä, aber Leute, was braucht ein Auto denn noch zum Fahren? Ich weiß es nicht. Egal, weiter geht's. Und zwar habe ich den so ein Pickup gebaut, Leute. Wir brauchen aber noch Licht. Dafür nehmen wir einfach so. Schaut mal, das passt perfekt. Einfach so als Strahler, Leute. Boah, mein Auto sieht so cool aus, Braxy. Du hast keine Chance gegen meinen. Das werden wir doch gleich sehen, Leute. Und ich glaube, die 5 Minuten, die sind auch schon demnächst vorbei, Leute. Wir müssen uns echt beeilen. Auto ist echt noch leicht. Was könnten wir denn hier hinten noch machen? Boah, ich weiß es, Leute. Wir machen so eine Ladekappe. Schaut mal, die können wir dann einfach so zumachen und wieder auf. Wie cool. Also mein Auto kann fahren, Odi. Kann dein Auto auch fahren? Wie, dein Auto kann fahren? Natürlich kann mein Auto fahren. Mein Auto ist das coolste Auto der Welt. Das werde ich ja gleich sehen. Das wirst du gleich sehen, du Doofkopf. Ich brauche noch ein Lenkrad, Leute. Machen wir so. Und hier müssen wir dann irgendwas als Lenkrad nehmen. Was könnten wir denn nehmen? Warte mal. Das sieht doch nicht aus wie ein Lenkrad. Obwohl doch, Leute. Schaut mal. Hier für links und hier für rechts. Und dann kann man so lenken, Leute. Wie cool. Oh, das wird so ein cooles Auto, Leute. Oh mein Gott. Wir brauchen aber noch eine Tür, Leute. Am besten machen wir hier die Tür rein. Und dann nehmen wir dafür auch so eins. Zack. Und dann haben wir hier eine Tür. Richtig, richtig cool.
Und unser Auto hat geladen, weil wir haben ja ein Pickup, Leute. Und bei einem Pickup ist hinten immer so viel Ladefläche. Da können wir uns zum Beispiel Holz draufpacken. Machen wir hier Holz und dann stapeln wir mal hier ein bisschen Holz. Deine Zeit ist gleich um. Ey, Braxy, warte, noch ein bisschen, bitte. Also mein Auto ist so gut wie fertig. Meins auch. Und hier noch ein bisschen. So, dann mach ich das hier. Was macht Braxy da? Warte, wir müssen mal schauen, was er da macht. Aber nichts sagen, Leute. Was ist das denn für ein hässliches Auto? Leute, er hat so ein dickes Schulbus-Dingsbums gebaut. Das sieht ja übelst langweilig aus. Naja, egal, Leute, komm, 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 schnell zurück. Braxy, die Zeit ist um. Die Zeit ist noch nicht um. Doch. Junge, alles weglegen, Braxy. Wir sind schon fertig. Sehr gut. Oh, wo bist du? So, ich bin bei meinem Auto. Wir gucken aber zuerst dein Auto an, okay? Ja, wir gucken erst dein Auto an. Erst deins, Braxy. Jetzt komm schon. Leute, ihr müsst jetzt schnell ein Like da lassen, damit wir zuerst Braxy sein Auto angucken. Kommt schon, lasst ein Like da, Leute. 3, 2, 1. Wow, cool, danke. Ich frage ihn einfach nochmal. Vielleicht hat er seine Meinung geändert wegen dem Like. Braxy, wir gucken dein Auto an. Oh, okay, komm vorbei. Hä? Er hat seine Meinung geändert, Leute. Let's go. Braxy, was ist das denn? Das ist mein kleiner Truck. Du siehst, hier habe ich die Blinker, weil im Straßenverkehr musst du doch blinken. Mhm, und okay. Hier auch. Das ist meine Motorhaube. Und dann siehst du natürlich bei einem Truck, dass du da hochklettern musst, wie eine kleine Leiter. Ja. So, und dann kommst du rein, kannst dich hinten hinsetzen. Ganz schön viel Platz für meine Freunde und mich. Wow. Hinten hast du sogar einen Kofferraum. Aber da siehst kommt man doch gar nicht hin, Braxy. Du musst da deine Sachen doch hinwerfen, guck. Ja, und wie kriegst du die dann zurück, du Doofkopf? Wie kriegst du die dann zurück, du Doofkopf? Braxy ist so doof. Und hier ist dann das Lenkrad. Genau. Ja. Ja. So, ich finde das Auto nicht schlecht, Braxy, muss ich ehrlich sagen. Finde ich auch nicht schlecht. Und hinten, guck mal hinten. Ach, Rückleuchten. Genau. Aber warum sind die auf den Reifen drauf, Braxy? Das ist auch doch gar kein Sinn. Oh Mann, sag doch deins. Ja, komm, komm. Meins ist viel besser geworden, komm. Bin ich mal gespannt. Schau. Das ist ein Truck! Hä? Okay, und wo sind deine Bremsleuchten? Mann, ich brauche keine Braxy. Schau mal, ich habe sogar eine Ladefläche. Man kann hier so das auf und zu machen. Dann kommt man hier rein. Hier ist die Tür. Aber wie komme ich denn hier drauf? Mann, du musst halt hochspringen. Das geht nicht. Jetzt komm schon, du schaffst das. Komme ich hier rauf? Braxy. Du bist ein Dussel. Du hättest eine Leiter machen müssen. Warte, hier, komm her. Ja, Blödkopf. So, schau, hier habe ich dann Holz gelagert, weil mein Auto ist ja ein Pickup und da habe ich hinten voll viel Platz. Und hier, Braxy, kann man lenken. Okay, aber ich sehe doch die Straße dann nicht mehr. Ja doch, Braxy, du musst dir das doch halt auch mal überlegen, wie von der Seite aus. Hä? Okay, und dann, okay, ja gut, ich finde es schon, für den Truck finde ich das und schau, ich cool. Habe auch Leuchter. Oh, die sind viel besser als meine. Sind sie auch, du Doofkopf. Naja, egal. Unsere Zuschauer entscheiden, wer dann gewinnt, okay, Braxy? Okay, dann würde ich sagen, machen wir das nächste. Bist du bereit? Tschüss. Wir machen das Haus. Und so haben wir da wieder 5 Minuten Zeit dafür, Braxy, okay? Oh Mann. Okay, sag, wenn die Zeit läuft. 3, 2, 1, los. Oh Leute, okay, wir müssen uns wieder beeilen. Wir nehmen uns den Block hier, Leute. Und dann bauen wir uns das coolste Haus der Welt. Oder wartet mal, Leute. Ich habe eine richtig, richtig coole Idee. Bauen ein Regenbogenhaus. Okay, gerade Braxy, keine Chance, Leute. Oh mein Gott, das wird so cool. So, dann brauchen wir noch ganz viele Farben. Wir nehmen das, wir nehmen noch grün, wir nehmen noch das. Und dann nehmen wir noch, hier, Braxys Farbe auch noch dazu. Und das wird so cool aussehen, Leute. Na los, na los, na los. Braxy, wie läuft's bei dir? Sei ehrlich. Ich bin fast fertig. Wie, du bist fast fertig? Das geht ja viel zu schnell bei dir. Ich habe auch eine richtig coole Idee. Was baust du denn? Komm, sag Kann schon. Kann ich dir nicht sagen. Warum? Sag schon. Okay, ich baue das SpongeBob-Haus. Hä, das SpongeBob-Haus? Mhm. Boah, das ist echt eine coole Idee, Leute. Aber
Rexy weiß gar nicht, dass ich mein Regenbogen ausbaue, Leute. Und ihr wisst ja, Regenbogen ist immer viel cooler als das, was halt Rexy baut, Leute. Ihr wisst schon Bescheid. So, und das Grüne, das wird dann mein Dach, Leute. So, und dann haben wir unseren Kasten fertig. Dann bauen wir uns hier die Tür ein, Leute. Dann brauchen wir hier noch ein Fenster. Hier noch ein Fenster. Dann machen wir hier noch ein Fenster. Sogar zwei große sogar. Wow, das sieht so cool aus. Und hier das Gleiche. So, zwei große Fenster, Leute. Und hinten lassen wir natürlich zu wegen den Monstern. Mein Haus wird so cool aussehen, Leute. Dann brauchen wir noch Glas, Leute. Dann nehmen wir einfach wieder das ganz normale Glas, Leute. So. Zack, zack. Boah, das sieht so cool aus. Braxy, mein Haus wird so gut sein, ne? Das glaubst auch nur du. Ich habe ein viel cooleres Haus. Lügt doch nicht, du Doofkopf. Hm. So, und dann? Wer wohnt tief in das ganz tiefe Meer? Ich glaube, das ist falsch gesungen, Braxy. Das geht, wer wohnt in der Ananas ganz tief im Meer? Nein, das geht, wer wohnt tief im Meer? Ja, gut, Leute, wie geht der Song? Kennt ihr den Song von SpongeBob? Wenn ja, schreibt es mir unten in die Kommentare, wie der Song geht. Habe ich recht oder Braxy? Braxy, wie viel brauchst du denn noch? Wie viel Zeit? Noch ein bisschen. Und du? Also, ich brauche auch noch ein bisschen, aber ich bin auch bald fertig. Machen wir mit Einrichtung, ja, oder? Nee, warum denn? Da steht nicht Haus mit Einrichtung. Da steht nur Haus. Okay, Braxy hat recht, Leute. Aber wir bauen unser Dach jetzt so. Hier ein spitzes Dach, Leute. Und zwar auch in Regenbogen. Und zwar fangen wir hier mit natürlich wieder lila an, Leute. Und dann gelb dazu. Dann nehmen wir noch rot dazu. Und wir nehmen sogar noch pink dazu. Und weiß haben wir auch noch. So, Leute, dann die nächste machen wir mit gelb. Boah, mein Haus sieht so cool aus, Leute. Braxy wird niemals die Bau-Challenge gewinnen. Das habe ich gehört. Du wirst niemals gewinnen. So, fertig. Wie fertig? Ja, so fertig, hä? Wer wird nicht gewinnen? Wer, los, sag. Du. Ich bin aber schon fertig. Ja, warte aber noch kurz. Braxy, ich brauche noch kurz eine Minute. Die Zeit ist gleich um. Nein, Braxy, jetzt warte kurz, bitte. So, Leute. Dann noch hier, rosa. Komm schon, wir brauchen noch rot. Leute, kommt, wir brauchen noch rot. So, nein, hier nicht mehr, nein, da auch nicht mehr. Ich habe Zeitdruck, Leute. Boah, mir fällt dann immer alles schwieriger. Man, Braxy hetzt mich nicht. Ich mach doch gar nicht. Boah, ich habe so ein cooles rausgemacht, Leute. Boah, jetzt noch das hier. Und jetzt nochmal, hätte ich jetzt gesagt, in die Mitte machen wir weiß. So, was ab. Zack. Und bauen hier auch nochmal Regenbogen hin, Leute. So. Dann nehmen wir wieder gelb. Und dann nehmen wir wieder orange. Und hier oben ist dann weiß, Leute. Und das brauchen wir auf der anderen Seite nicht machen, weil das sieht man eh nicht. So, Braxy, ich bin fertig. Ich bin auch fertig. Ich war zuerst fertig, du Doofkopf. Mann, du Dussel. So, Braxy, wenn du willst, können wir zuerst meins angucken. Können wir gerne machen. Ich komm rüber. Komm schon. Oh, Leute, mein sieht so cool aus. Oh, ich liebe das raus. Das sieht jetzt schon so cool aus. Oh, jetzt komm schon, Braxy. Komm schon. Komm schon, chill. Mann, du brauchst immer so lange. Oh, Mann, du bist echt anstrengend. Oh, die weißt du das? Das stimmt doch gar nicht. Ich mir halt noch ein Bett dahin. Braxy. Ich komm doch schon, Mann. Die Zeit ist um. Wenn ich jetzt komm und du noch baust, dann wollte ich sagen, zünd ich dein ganzes Haus an. Komm schon rein, guck mal, mein Regenbogenhaus. Wow, das ist ja voll groß. Das ist übel groß und das sieht so cool aus, Braxy. Schau mal. Und drinnen habe ich halt Betten hingemacht, aber du hast gesagt, ohne Einrichtung, deswegen ist das Bonuspunkte. Da ist ja noch Erde hier. Mann, Braxy, du hast gesagt, ohne Inneneinrichtung. Ja, aber man baut doch kein Haus auf Erde. Das gehört doch nicht zur Inneneinrichtung. Ah, hä? Auf was baust du denn dann, du Doofkopf? Ich habe dann ein Parkett. Parkett? Okay, das will ich gleich sehen. Aber wie findest du mein Haus? Sei ehrlich. Also ich finde, du hast dir wirklich Mühe gegeben. Hab ich. Da sind ja alle Farben drin. Das ist mein Regenbogenhaus, Braxy. Also bis jetzt finde ich das wirklich cool. Ich auch. Na los, wir gucken uns deins an, Braxy. Ich bin echt mal gespannt, was Braxy gebaut hat, Leute. Oh. Okay. Du kennst ja SpongeBob, richtig? Ja, richtig. Aus was besteht er? Aus
Erde? Oh, oh nein, Mann. Leute, schreibt Odi mal unten in die Kommentare, was SpongeBob eigentlich ist. Der hat, glaube ich, keine Ahnung. Mann, ich habe keine Ahnung, Leute. Na egal, gucken wir uns das mal an. Braxy, los, zeig mir. Oh, komm rein. Hä? Wow! Ich habe das Schwammhaus gemacht. Das Schwammhaus. SpongeBob besteht ja aus Schwamm. Ey, du hast hier auf dem Boden auch Schwamm. Richtig. Wow. Und wenn's regnet, bin ich geschützt. Stimmt, weil Schwamm saugt ja Wasser auf. Aber was ist das für ein Dach, Braxy? Das ist ein grünes Dach, damit wir ein bisschen Babyfarbe drin haben. Und schau, ich habe sogar einen Baum gemacht und ein bisschen Rasen. Rasen? Das heißt Gras, du Doofkopf, nicht grasen. Entschuldigung. Das Haus sieht echt cool aus, Leute. Aber ich finde meins irgendwie cooler, weil ich habe alle Farben drin. Braxy hat nur gelb und grün. Naja, egal. Ihr müsst ja eh entscheiden, wer von uns gewinnt, Leute. Also schreibt's rein. Braxy, bist du bereit für die letzte Challenge? Die schwierigste und letzte Challenge. Spieli? Wir bauen unseren eigenen Spieli. Dafür haben wir wieder 5 Minuten Zeit. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Los! Los, 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 los! Oh, Leute, wir müssen uns beeilen. Oh, ich baue den schönsten Spieli der Welt. Okay, ich fange jetzt an, Leute. Oh, ich habe schon eine richtig, richtig coole Idee. Wir bauen als erstes eine Rutsche. Oh, wir nehmen uns das, dann brauchen wir das. Prisma. Boah, der Prisma-Block sieht so cool aus. Naja, auf jeden Fall machen wir hier erstmal eine Rutsche. Wartet, den müssen wir ja auch benutzen können. 2, 3, 4 und nochmal 1, 3, 4. Das kommt weg. Hier der Boden hin, Leute. Boah, das sieht so cool aussehen, Leute. Ich freue mich schon richtig. Hier ein Dach, Freunde, damit es nicht regnet auf dem Spieli. Ihr wisst ja Bescheid. Regen ist nicht so toll, vor allem wenn man auf den Spieli geht. Findest du doch auch, Braxy, oder? Nee, das ist nicht cool, weil dann muss man nach Hause. Und ich mag es nicht, nach Hause zu gehen, wenn ich auf dem Spieli bin. Ja, sag ich ja. So. Und dann, Leute, haben wir unsere eigene Rutsche. Wow, wie cool sieht die Rutsche aus, Leute. Und jetzt brauchen wir natürlich noch eine Leiter. Am besten machen wir das in einer anderen Farbe, weil ihr wisst ja, ein Spieli muss immer cool und bunt sein. Vor allem der Babyspieli. Oh, blau haben wir noch nicht benutzt. Schon, wir machen blau hier hin. Dann machen wir noch eine Leiter. Und dann kann man hier hochklettern und dann kann man hier rutschen. Wow, wie cool das aussieht, Leute. Und am besten rutscht man nicht auf harte Erde, Leute. Und zwar, man rutscht in einen Sandkasten. Boah, Leute, wie cool. Und man kann dann direkt eine Sandburg bauen. Schaut mal, wie cool der Sand aussieht, Leute. Dann brauchen wir aber noch, ganz wichtig, eine Schaukel. Eine Schaukel ist auch immer so cool, Leute. Blau. Dann nehmen wir dafür noch hier rot. Rot und blau. Ja, die Schaukel wird cool. Die machen wir nämlich hier hin, Leute. So, eine richtig, richtig coole Schaukel, Leute. So, hier eine Kette. Ja, ich hab's. So. Für was brauchst du denn eine Kette, Mann? Mann, für... Oh, Mann, Braxy, halt dich da raus, du Doofkopf. Dein Spiel wird eh blöd aussehen. Das hast du nicht gesagt. Das hab ich gesagt. So, dann haben wir unsere richtig coole Schaukel. Oh mein Gott, Leute, das sieht so cool aus. Was gibt's aber noch auf dem Spieli, Leute? Wir haben eine Rutsche, eine Schaukel. Was gibt's noch auf dem Spieli? Leute, kommt schon, helft mir. Schreibt mir jetzt rein, was es noch gibt. Oh, Leute, genau. Eine Wippe. Oh, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Wir müssen Wippe. Oh, ich hab's. Warte mal. Wir nehmen hier Dschungelholz. Und dann platzieren wir das so. Nee, das ist zu dick, Leute. Eine Wippe. Warte, ich hab eine Idee. Nimm einmal Orange und einmal... Oha, das sieht so cool aus hier. Das und das. Und dann nehmen wir das Dschungelholz. Am besten hier vorne direkt hin. So. Und dann platzieren wir das hier für unseren Sitz. Und dann kann man hier sitzen und wippen, Leute. Und dann könnte man rein theoretisch noch eine Halterung machen, Leute. Hier kann man sich festhalten. Und hier kann man sich festhalten. Und dann ist es eine richtig coole Wippe. Ist zwar nur auf dem Boden, aber bauen soll, Wippe sein soll. Dann brauchen wir noch Blätter, Leute. Und auf dem Spieli ist immer alles so mit Blättern. Richtig schön. So, das ist mein
wundercooler, super-duper Spieli. Und was wir noch bauen können, Leute, ist ein kleines Klettergerüst. Das müssen wir aber hier hinten irgendwo bauen, Leute. Wir haben gar nicht mehr so viel Platz. Das wird ein Minispieli. Braxy, wie weit bist du, du Doofkopf? Ich bin fast fertig. Wie, du bist fast fertig? Mhm. Oh, ich auch, Leute. Das Klettergerüst. Ich weiß, an die Wand, Leute. Wir machen nicht ein Klettergerüst, sondern eine Kletterwand. Wow, das wird so cool. Und zwar nehmen wir dafür einfach ganz viele verschiedene Knöpfe, Leute. Weil ihr wisst, man hält sich nur an so bunten Steinen immer fest. Deswegen nehmen wir einfach so Knöpfe. Hier mal so ein paar Knöpfe. So, dann hier nochmal, hier die Mitte, hier oben nochmal hin. Und wenn man hier oben ist, hat man dann gewonnen, Leute. Boah, die Kletterwand sieht so cool aus. Und natürlich müssen wir hier auch Sand hinmachen, Leute. Weil, wenn man runterfällt, tut das nicht so weh, wie wenn man auf Erde fällt, Leute. Das stimmt wirklich. Mhm. Und was wir auch noch ganz dringend machen müssen, bevor wir fertig sind, Leute, wir müssen unsere Rutsche ein bisschen absichern, dass natürlich die Kinder auf dem Spieli nicht runterfallen, Leute. Das ist ganz, ganz wichtig. So, und... Fertig! Ich bin fertig! Ich habe zuerst gesagt, Braxy. Mann. Mhm, fertig. Zuerst fertig geworden, Doofkopf. So, hier noch ein bisschen. So. Dann haben wir unsere Rutsche auch noch abgesichert, Leute. Und fertig! Oh, Mann. Mhm, schon wieder? Er als erstes fertig gesagt, du Doofkopf. Ja, nur Glück hast du gehabt. Hm. Komm, Braxy, ich bin fertig, Mann. Da du jetzt nicht fertig bist, kriegst du zur Strafe. Ich komme jetzt einfach zu dir. Braxy, ich komm jetzt! Hä? Ah, komm, ich bin Was schon hast fertig. Du denn da gebaut? Das ist ein Klettergerüst und dann musst du so springen. So. Ja. So, und dann ins Wasser. Ins Wasser? Wow! Wie cool! Was ist denn hier im Wasser drin, Braxy? Das sind Seegurken. Als man Hunger hat, sagst du? Mhm. Boah, cool, aber wie wird das langweilig, oder? Wenn man hier jetzt die ganze Zeit... Ja, aber ich hatte nicht so viel Platz. Und was ist, wenn ich jetzt hier drin bin? Oh Mann, Odi, du bist ja auch echt ein Dussel. Ja! So, was und ist, wenn ich... Wasser. Was ist, wenn ich hier reinfall, Braxy? Oh Mann, Odi. Oh, aber ich finde den irgendwie auch cool. Dein Klettergerüst, das sieht voll cool aus. Und dann noch mit dem Wasser. Aber Braxy, meinen wirst du niemals übertrumpfen können. Hm, da bin ich mal gespannt. Komm. Und zwar habe ich richtig viele coole Sachen gemacht. Ich habe eine Rutsche gebaut, eine Schaukel, eine Kletterwand. Und das glaube ich dir nicht. Komm, komm, komm. Schau mal. Hm. Wow, das ist ja wirklich... Mhm. Eine Wippe? Mhm. Wenn du willst, kannst du auch mal hier fahren und rutschen, Braxy. Warte. Wow! Du kannst sogar so rutschen oder mit einer Lore. Willst du es mal mit einer Lore machen? Mhm, warte. Und hier oben. Mach schon, Braxy. Los! Das ist cool. Mhm. Und dann habe ich hier eine Schaukel, hier eine Wippe. Mhm. Sogar, man kann sich sogar festhalten, wenn man wippt. Oh, das ist mega cool. Dein Spielplatz hat so viele Sachen, Mann. Und hier kann man klettern. Hier eine Kletterwand. Oh, du hast sogar eine Kletterwand mit Sand, dass, wenn man runterfällt, es nicht so doll wehtut. Stimmt, genau. Oh, das ist mega. Das ist richtig cool. Okay, Braxy, schnell zurück jetzt, weil du weißt, wir dürfen uns nicht zu Babys verwandeln, weil wenn wir zu lange hier drin sind, Gugu Gaga, du weißt schon. Oh, schnell. Oh nein, es fängt schon an. Gugu Gaga, Lulu, Lili. Gugu. Oh nein, Leute, wir müssen schnell das Video beenden und ihr müsst schnell ein Like und ein Abo da lassen, dass wir wieder in unsere normale Welt kommen, Leute, weil sonst werden wir Leute, schnell, es fängt schon an. Abonniert meinen Kanal, abonniert Braxys Kanal, schaut all unsere Videos, Leute, und macht's gut, Leute, hab euch lieb, bis zum nächsten Mal. Gugi gaga, gugu pipi.